Asphalt statt Tartan, Racer statt Spikes, Ideallinie statt Innenbahn, Innenkante. Die deutschen Straßenlaufmeisterschaften über 10 Kilometer gelten als endgültiger Startschuss für die Straßenlaufsaison, bevor der Herbst für die Crossläufe seine Tore öffnet. Während Szene auf dem Berliner Kudamm oder entlang der Alster in Hamburg für viele Athleten noch unter dem Motto Restform verpulvern steht, gelten die deutschen 10 Kilometer Meisterschaften Mitte September für viele als ein weiteres Jahreshighlight auf nationaler Ebene. Im Anbetracht des Termins knapp eine Woche vor Deutschlands größtem Laufereignis, dem Berlin-Marathon, stellt sich die Frage, ob sich die deutsche Leichtathletik es leisten kann, eine nationale Meisterschaft im Schatten der direkten Vorberichterstattung stattfinden zu lassen. Schon an manch anderer Stelle wurde bereits die Diskussion angestoßen, eine Meisterschaft wie diese in eine der zahlreichen Großveranstaltungen zu integrieren, anstatt sich abseits der Aufmerksamkeit zwischen Felder und Wiesen zu verziehen. Doch das ist auch wieder ein anderes Thema. Nach der Austragung 2012 im baden-württembergischen Nagold bleiben die diesjährigen Meisterschaften im Süden der Republik, und zwar im bayerischen Bobingen bei Augsburg. Wie es scheint, müssen wir am kommenden Wochenende auf das Podium des Vorjahres verzichten. Seit seiner Operation am Knie trat Sören Kahn nicht mehr wirklich in Erscheinung und fehlt wie auch der zweite von Nagold, Roba Musa Kinkal, gänzlich in der Meldeliste. Auch für Philipp Flieger könnte es eng werden. Mir gegenüber ließ er durchblicken, dass er seine Mannschaftskameraden der LG Telis Finanz nicht hängen lassen möchte, aber Ambitionen zur Titelverteidigung ließ er dabei nicht durchblicken. Zudem fällt auch der deutsche Halbmarathonmeister Jan Fitschen verletzungsbedingt aus, der ohne Probleme an der Achillessehne jedoch eine Woche später in Berlin am Start gewesen wäre und somit vermutlich nicht auf beiden Hochzeiten hätte gleichzeitig tanzen können. Falk Schepinski und der schnellste diesen Jahres über die 10 Kilometer, André Pollmecher, dürften gedanklich schon den Kurs aufs Brandenburger Tor angesteuert haben und werden ebenfalls Samstag nicht am Start sein. Auch Triathlon-Olympiasieger Jan Frodeno teilte mir via Facebook mit, dass er noch an seiner Verletzung, die er sich in Las Vegas zugezogen hat, laboriere und er daher seinen Start canceln muss. Auf seinen Auftritt als Triathlet zwischen Deutschlands schnellsten Straßenläufern habe ich mich besonders gefreut. Also schade, dass Arne Gabius sich lieber am Sonntag in Biberach beim Volkslauf an den Start stellt, statt sich der nationalen Konkurrenz in Bobingen, lasse ich einfach mal kommentarlos stehen. Also heißt es, Karten neu mischen und Weg frei für ein paar neue Gesichter. Nachdem Simon Stützel in Ulm bei seinen letzten Bahnmeisterschaften auf der Ziellinie Platz 2 an Philipp Flieger hergab, zähle ich ihn in Bobingen zu den Kandidaten für die Top 5, ebenso wie Hindernisquereinsteiger Rico Schwarz. Im Sommer lautete das Ergebnis in Ulm noch Did Not Finish, doch der Erfurter sprach mir gegenüber von einer guten Form für die 10 Kilometer. Als einen der großen Favoriten darf man nach seiner 29,35 in Düsseldorf sicherlich den Regensburger Julian Flügel bezeichnen. Auch Manuel Stöckert, der zuletzt auf der Bahn im Alleingang deutlich unter der 30-Minuten-Marke blieb, wird dort vorne ein Wörtchen mitreden. Frisch vom Berg und in der vollen Vorbereitung auf seinen Herbstmarathon befindet sich gerade Markus Weiß-Latzko. Wie sehr ihm die Kilometer in der Höhe noch in den Beinen stecken, sehen wir vielleicht am Samstag. Im letzten Jahr mischten besonders die U23-Athleten vorne gut mit und auch in Bobingen dürfte der ein oder andere aus der Juniorenklasse für Unruhe sorgen. Dazu zähle ich besonders den Rostocker Tom Gröschel und den Wattenscheider Henrik Pfeiffer, der, wie Jan Fitschen es mir gegenüber ausdrückte, ein ganz schönes Pfund drauf hat. Beides U23-EM-Teilnehmer in diesem Jahr und beide mit Zeiten unter 29,40 auf der Bahn. Also ganz gewiss zwei Namen, die wir für Samstag auf der Rechnung haben sollten. Bei den Damen fällt die Vorstellung der Favoriten etwas kürzer aus, denn wie schon im Vorjahr dürfte es mal wieder keinen Weg vorbei an Sabrina Mockenhaupt geben. Die 32-Jährige nimmt die 10 auf der Straße als Halbzeit ihres Kienbaumaufenthaltes zur Vorbereitung auf den New York Marathon Anfang November. Knapp drei Wochen nach ihrem Marathon in Münster in 2:29:13 wird die Wattenscheiderin Eleni Gebrevot nicht am Start sein. Die deutsche Meisterin über die 10.000 wäre sicherlich eine Kandidatin gewesen, Sabrina Mockenhaupt zumindest auf dem Weg zum Titel ein wenig zu ärgern. Vielleicht kann ja Corinna Hara diese Rolle übernehmen. Im Vorjahr landete die Mittelstreckerin hinter Mocky auf Platz 2. Ganz in der Meldeliste vermissen wir die Hanas. Lisa scheint ihren Fokus ganz auf Frankfurt gesetzt zu haben, nachdem sie 2012 in Nagold noch Bronze über die 10 Kilometer holte. Auch Anna, die sich in Hamburg mit 34,07 nach ihrem Ermüdungsbruch zurückmeldete, bleibt am Wochenende den deutschen Meisterschaften fern. Schade, wie ich finde. Hinter Mocky wird also wie immer um die Plätze gefightet und nach ihrem starken Jahr auf der
der Bahn habe ich besonders Julia Hiller auf meiner Rechnung. In der Meldeliste für Samstag nicht aufgeführt, doch meines Wissens mit dabei ist Annette Horner. Bereits im Frühjahr lief sie 34:00 auf der Straße und gehört damit hundertprozentig zu den Anwärterinnen auf einen Podiumsplatz. Doch auch sie hat eine lange Saison in den Knochen. Bleiben wir also gespannt, was der Kurs am Samstag hergibt. Ich glaube, eine deutsche Jahresbestleistung dürften wir weder bei den Damen noch bei den Herren sehen, doch dafür mit Gewissheit spannende Rennen auf dem Asphalt durch Bobingen.